Ich arbeite für eine Partnerorganisation von Brot für die Welt im Kongo. Den Kleinbauern zeige ich, wie sie durch verbesserte Anbaumethoden, bessere Verwertung der Produkte und eine veränderte Strategie beim Verkauf mehr Geld verdienen können. Immer weniger Menschen müssen hungern. Und ich freue mich besonders, dass aufgrund des gestiegenen Einkommens der Eltern immer mehr Kinder in die Schule gehen können. Ich sage Danke an alle, die dazu beigetragen haben. Hier ist ERZ-TV Kompakt, heute mit diesen Themen. Lesekoffer für die Grundschüler in Neudorf. Wanderweg führt am Floßgraben vorbei und Kreissportbund und Golfpark Westerzgebirge unterzeichnen Kooperationsvertrag. Ich begrüße Sie zu den täglichen Nachrichten hier bei ERZ-TV. Ein aufregender Tag war der gestrige Montag. Tausende Erstklässler und Schüler aller weiteren Klassenstufen starteten ins neue Schuljahr. Noch ganz ohne Druck, denn Klassenarbeiten sind am ersten Tag eher selten. Umso herzlicher war vielerorts der Empfang und manchmal gab es auch Geschenke. Den ersten Schultag nicht gleich mit Lernen beginnen, darüber freut sich jedes Schulkind. In der Grundschule Seematal in Neudorf begann die erste Stunde am 24. August in der Turnhalle. Dort wurden alle Schüler der Klassen 1 bis 4 herzlich von ihrer neuen Schuldirektorin Sabine Heuer und Bürgermeister Andreas Schmiedl begrüßt. Einen besonderen Empfang erhielten dabei natürlich die jungen ABC-Schützen, aber auch Neuzugänge in den älteren Klassen sowie in der Lehrerschaft. Unter den Gästen war auch der Bücherwurm Edgar. Er brachte zusammen mit der Allianz und Stiftung Kulturallianzen einige Geschenke zum Schulstart mit. So bekam jedes Kind eine Schultüte, in der kleine Lernheftchen und andere Schulmaterialien versteckt waren. Ganz große Aufmerksamkeit erregten diese Lesekoffer, die vollgestopft mit neuen Büchern waren. Diese bilden nun in der Grundschule eine mobile Bibliothek, wo jedes Kind sich Bücher aus den Koffern ausleihen kann. Am Ende des Schuljahres steht dann ein Wettbewerb an, wo unter anderem getestet wird, wer am besten lesen kann und wer am meisten Wissen aus den Lesekoffern mitgenommen hat. Der Bereich Waffen- und Sprengstoffrecht des Landratsamtes Erzgebirgskreis zieht vom derzeitigen Standort Paulus-Jenisius-Straße 43 in Annaberg-Buchholz in das Dienstgebäude Steinweg 4 in Annaberg und bleibt aus diesem Grund am 27. und 28. August geschlossen. Ab 31. August sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann am neuen Standort zu erreichen. Die bekannten Telefonnummern ändern sich nicht. In Annaberg-Buchholz war am Dienstag Baubeginn im Bereich Adam-Ries-Straße und B101. Die Kreuzung B101 Adam-Ries-Straße-Haldenstraße ist bis zum 29. September voll gesperrt. Dadurch gibt es auch Behinderungen bei der verkehrstechnischen Erreichbarkeit von Arbeitsagentur und Landratsamt. Umleitungen sind ausgeschildert. Vor Dieben ist auch im Erzgebirge nichts sicher. Hier ein paar Beispiele aus den letzten Tagen. In Elterlein stahlen Diebe mehrere hundert Kilogramm Kupfergranulat von einem Firmengelände in der Straße Hammergrund. In Aue in der Damaschke-Straße hatten es unbekannte Diebe auf die Räder eines Pkw Mercedes abgesehen. Das Auto stand auf einem Firmengelände und wurde auf Pflastersteine aufgebockt vorgefunden. In Schwarzenberg machten sich Unbekannte in der oberen Schlossstraße in den Räumen einer Kirchgemeinde in einem Mehrfamilienhaus zu schaffen. Ins Innere kamen die Täter, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Gestohlen hat man einen hölzernen Opferstock mit Bargeld. In Bärenstein entwendeten bisher unbekannte Täter aus einer verschlossenen Garage in der Bergstraße ein 3 Jahre altes Quad im Wert von 3.500 Euro. In all diesen Fällen ist die Polizei für Zeugenhinweise dankbar. Kurz vor Ausstellungseröffnung der Art Figura 2015 am 28. August bekommen die jungen Künstler des gleichnamigen Juniorenwettbewerbs noch einmal nach Preisvergabe ihre eigene Bühne. Die Präsentationsfläche dehnt sich dabei über die gesamte Schwarzenberger Innenstadt aus. Denn zu sehen sind die eingereichten Plakate in den Schaufenstern der Alt- und Vorstadt. Ausgestellt sind dabei nicht nur Preisträger und Gewinner, sondern auch viele andere Einreichungen, welche die Jury als sehenswürdig empfand.
Mit der Schaufensteraktion möchten sich die Initiatoren und Sponsoren des Kunstwettbewerbs bei allen Teilnehmern bedanken und weiterhin den Spaß an der Kunst fördern. Vor genau 25 Jahren landete der damals noch völlig unbekannte Musiker Matthias Reim einen Hit, der ihn buchstäblich über Nacht zum Superstar machte. Verdammt, ich lieb dich. Genauso heißt auch seine aktuelle Deutschland-Tournee, bei der er vor zahlreichen Fans auch auf der Festwiese des Wasserschlosses Klaffenbach dem Publikum kräftig einheizte. Matthias Reims neue Produktion begeistert sein Publikum seit Tourstart, Abend für Abend. Mit neuen Arrangements setzt der Künstler auch musikalisch neue Akzente, die seine Musik vielseitiger erscheinen lassen. In Klaffenbach erlebten die Besucher ein tolles Jubiläumskonzert vor einer der schönsten Sehenswürdigkeiten im Erzgebirge. Der Kreissportbund Erzgebirge hatte jüngst zu einer Dankeschön-Veranstaltung in den Golfpark Westerzgebirge eingeladen. Dabei unterzeichneten beide Einrichtungen einen Kooperationsvertrag. Der Kreissportbund verspricht sich einer Partnerschaft, die für beide Seiten und dem Sport im Erzgebirge viele Vorzüge bietet. Ein solcher Vertrag zwischen einem gemeinnützigen regionalen Sportbund und einem Betreiber einer Golfanlage ist bisher ein Novum. Im Sparkassen-Erzgebirgsstadion empfängt der FC Erzgebirge Aue am Mittwoch die Mannschaft des VfR Aalen. Aues Cheftrainer Pavel Dotschew hat den Gegner bei dessen letzten Spiel beobachtet. Also mir hat die Mannschaft von Aalen schon gut gefallen, wie sie gespielt haben. Sehr, sehr gut gegen Ball. Also die haben defensiv richtig gut gestanden. Nach vorne sind gefährlich durch die Standards. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Gegner für uns. Deswegen müssen wir jetzt, was ich am Anfang gesagt habe, wir müssen das Spiel sehr, sehr ernst nehmen und sofort von erster Sekunde an voll da sein. Weil das ist ja ein Spiel, wo auch zu Hause wir nachlegen wollen. Ohne jetzt sich das so anzuhören, dass wir jetzt sie unterschätzen. Nee, aber wir wollen schon die 3 Punkte hier haben und deswegen müssen wir auch von ersten Minuten gut funktionieren. Auch mit den Siegen gegen die beiden Stuttgarter Drittligisten im Rücken wird das Spiel nicht einfach. Könnte der zuletzt verletzte Mittelstürmer Max Wegner im Sturm wieder eine Alternative sein? Ich denke schon, dass er diese Woche vielleicht Mittwoch wahrscheinlich noch nicht, aber das Spiel am Samstag gegen Würzburg vielleicht eine Option für mich auf der Bank ist. Das Spiel gegen den VfR Aalen wird am Mittwoch 19 Uhr angepfiffen. Am Sonnabend 14 Uhr muss der FCE beim Aufsteiger Würzburger Kickers ran. Es ist schon eine hohe Begabung und Kunst, Dinge, Personen, Tiere oder Landschaften so detailliert wie möglich auf Papier oder Leinwand zu bringen, ganz ohne den heute alltäglichen Fotoapparat. Eines der berühmtesten Werke detailgetreuer Handzeichnungen hatte wohl seinerzeit Albrecht Dürer mit dem Feldhasen vollendet. Beim Betrachten folgender Werke fällt es nicht schwer, Axel Dietz mit dem Altmeister zu vergleichen. Unsere Wochenserie. In der Galerie der anderen Art im Auer Rathaus zeigt eine kleine Sonderausstellung derzeit Werke von Axel Dietz. Für uns Anlass, den Grafiker, Maler und Designer aus Aue vorzustellen. Betrachtet man Werke von Axel Dietz, fällt einem die Exaktheit auf. Trotzdem wirken seine Motive lebendig. Ja, das ist mehr oder weniger, will ich mal sagen, Veranlagung. Ich habe das nicht gelernt, das kam einfach so. Und ich habe auch in der Regel besser als meine Zeichenlehrer gemalt. Ich kann nichts dafür, es war so. Und durch die Malerei war sehr gefragt auf technischen Gebieten. Das beherrschen eigentlich weniger Maler. Und da muss ich Fachkenntnis haben und das Bild muss wirken. Also es muss auch Kunst drin sein. Es ist keine reine technische Malerei in dem Sinne. In dieser Ecke wollte man mich schon mal schieben, das passt nicht. Zum Beispiel so eine Dampflok, die muss leben. Ein Tier muss leben, was jetzt keine technische Malerei ist. So, und bei der Seefahrt muss man richtig merken, ebenfalls, dass da Leben drin ist. Oder hier bei der einen Dampflok, da muss man die Kälte spüren und auch gleichzeitig die Wärme.
Und die Lok muss haargenau stimmen. Sämtliche technischen Gemälde müssen absolut stimmen, bis ins Letzte. Flugzeuge hat Axel Dietz gezeichnet, Dampflokomotiven, Segelschiffe und seinen Trabi. Dass auch ein Bus in der Ausstellung zu sehen ist, hat mit dem Guinness-Buch-Eintrag von Axel Dietz zu tun. Davon wird dann morgen berichtet. Wie wir in einer der letzten Sendungen berichtet haben, soll 2015 kein gutes Jahr für die Schwamme sein. Trotzdem lohnt eine Wanderung durch das Erzgebirge immer. Bei unserer jetzt folgenden Wanderung haben wir einen Floßgrabensteiger getroffen. Das Erzgebirge entdecken. Ein beliebter Wanderweg führt entlang des Floßgrabens, der beim Gasthof Rechenhausen-Albernau beginnt und bis Bad Schlema führt. Dass die in der Mitte des 16. Jahrhunderts im Zuge des Bergbaus entstandene Anlage erhalten bleibt, daran hat auch Peter Fabrizek einen Anteil. Er ist Floßgrabensteiger. Als solcher kontrolliert er die Abschnitte des Floßgrabens regelmäßig. Bei einer Wanderung haben wir ihn nach den drei schönsten Flecken im Erzgebirge gefragt. Ja, das ist natürlich eine subjektive Frage, aber für mich ist wohl der Floßgraben, das Schwarzwassertal von Seifen runter bis Breitenbach und vielleicht das andere Schwarzwassertal bei Bobershau, das absolute touristische Highlight, was wir im Erzgebirge haben, von der Natur her. Ich glaube, für mich was Schöneres gibt es nicht. Wohl der eine oder andere wird sicherlich sagen, da ist es schön und dort, aber diese drei Sachen sollte man als Erzgebirgler wirklich zu jeder Jahreszeit in sich aufgenommen haben. Morgen werden wir von einer Wanderung entlang des Floßgrabens berichten, die vom Floßgrabensteiger Peter Fabrizek und dem Pilzexperten Frank Demmler geführt wurde. Und jetzt noch zu den Veranstaltungstipps. Am Samstag, 19.30 Uhr, gastiert das Eduard von Winterstein Theater mit der Komödie Shirley Valentine des englischen Autors Willy Russell zu einem Sondergastspiel im Rittersaal des Schlosses Schlettau. Den Besucher dieser psychologisch tiefgründigen und gleichzeitig lebendigen sowie heiteren Erfolgskomödie erwartet ein höchst amüsanter Abend mit einem der unterhaltsamsten, witzigsten und nicht zuletzt optimistischsten Stücke seiner Art. Ein Schnupperkurs Schnitzen mit dem Taschenmesser in den Sommerferien hat in Schwarzenberg reichlich Früchte getragen. Unter der Anleitung von Andreas Schmidt wird es ab dem 31. August Interessantes mit dem Taschenmesser zu gestalten geben. Wöchentlich werden dann montags von 15 Uhr bis 17 Uhr in der Schnitzerstube im Schloss Schwarzenberg die Späne fallen. Anmeldungen können telefonisch an die Volkskunstschule in Schwarzenberg unter der Telefonnummer 03774 178673 oder am 31. August 2015 15 Uhr vor Ort erfolgen. Am 5. September ist wieder Rallye-Zeit im Erzgebirge. Dann wird die 12. ADMV Rallye Grünhain gestartet. Dabei gibt es diesmal ein Novum. Eine Prüfung wird in Tschechien gefahren. Auf deutscher Seite stehen Wertungsprüfungen in Elterlein und Neudorf an. Ja, und bevor wir jetzt gleich auf die sonnigen Aussichten vom Mittwoch und die ganz vielen Wespen in diesem Jahr schauen, lassen Sie mich noch sagen, dass wir Sie auf kabeljournal.de stets aktuell über das Geschehen vor Ihrer Haustür informieren und unsere Sendungen zum Abruf in der Mediathek bereithalten. Wobei vor der Haustür fast schon wörtlich genommen werden kann, denn diese Bilder haben wir heute vor unserer Haustür des Studios Bayerfeld aufgenommen. In der gegenüberliegenden Flüchtlingsunterkunft waren offenbar Bewohner aneinander geraten. Mehr Nachrichten wieder am Mittwoch ab 20 Uhr. Wenn Sie mögen, Glück auf!